jetzt zu nehmen. Wird ihm nicht gelingen. Triple 18 ist 86 Rest für die Doppel 16. Sehr souverän. Ja, der ist in guter Form. Und wie gesagt, wenn man eben mit einem großen Titel hierher reist, dann hilft das immer. Das ist. Es verändert sich auch gerade so ein bisschen die Machtverhältnisse im Darts, glaube ich. Schöne Aufnahme, Ryan Joyce. Michael van Gerven spürt auch so ein bisschen, dass er nicht mehr den Nimbus des Unbesiegbaren hat. Ist nur an 3 gesetzt, auch in diesem Turnier, Werner. Ja. Für ihn eigentlich so fast schon Majestätsbeleidigung. Ja, ja, man merkt es auch bei ihm. Doppel 16. Auch sehr gut. Ganz genau gepasst von Ryan Joyce. Ja, braucht halt das Break. Johnny Clayton kann von vorne spielen. Wieder. Doppel 20 das Ziel. 16 für Tops jetzt. Der muss jetzt aber sitzen. Am Draht. Doppel 16. Auch der lässt aus Ryan Joyce. Der kann fatal. Weil der Darts meist ist. Dieser eine Dart. Und Johnny Clayton fährt das doch noch nach Hause, geht mit 14-3 in Führung. Zum 14. Mal wird dieses Turnier gespielt, zum ersten Mal 2007. Und hier ja, man sieht es mir nach. Wir sind alle ein wenig durch den Wind nach diesem Jahr. Vermute ich. Das wollte er jetzt natürlich nicht. Der wollte Single. Ja. Aber es geht auch so, wenn er es denn trifft, die Doppel 4. Aus Ryan Joyce. 3 Darts, um das Ding noch zu verlängern. Passt. Und damit entscheidet hier ein Weg über Sieg und Niederlage. Beide aber mit einer guten Checkout-Quote. Ich glaube, das war jetzt der Platz in der Gruppenphase. Gibt es immerhin noch 4000 Pfund. Schöne Reaktion von Johnny Clayton. Erste 180 im Match von Johnny Clayton. Die 140 zweimal zum perfekten Zeitpunkt gespielt, jetzt die 180. Auf der steht ja, auch er, Matchstart, 2, aber Matchstart ist da. 116 zum Match von Johnny Clayton.